voll umlaufen. Die rasten Reporterin. Moin, moin. Moin, hier, moin. Hier aus Eckernförde. Ja, ich bin die Marisa. Ich bin der Ingo. Ja, wir haben einen Großauftrag und zwar den Wegan Summer 2015. Der vierte Wegan Summer. Hier in Eckernförde. Genau, ja. Der hier veranstaltet wird. Wir dürfen das Ganze dokumentieren. Und wir nehmen euch mit. Und vor allen Dingen, was gut ist, wir haben heute herrliches Wetter. Die idealen Bedingungen, oder? Ja, und das Geile ist, wir sind beide das erste Mal in Eckernförde, ne? Ja, und total begeistert. Wir sind total begeistert. Wunderschön, schnuggelige Städtchen. Also leider seht ihr das jetzt noch nicht, aber direkt dort ist die Ostsee. Haben wir gestern schon ausgekostet, ne? Genau, und dann nehmen wir euch jetzt mit. Genau, wir führen euch jetzt einfach mal durch das Geschehen. Viel Spaß! Der war jetzt schon zweimal. Ich habe es über Internet, Facebook immer mitbekommen und gibt es ja so tolle Facebook-Gruppen auch vor Ort und da kriegt man das halt mit. Und ich habe gesagt, so, jetzt möchte ich das endlich mal probieren. Super, also erstes Mal hier? Ja, genau, das erste Mal, ja. Und einfach mal durchschlemmen, weiter informieren. Und ja, man kann sich hier tot fressen. Ja, das war mein Horror. Ja, wir haben auch wirklich leeren Magen gerade bekommen. Und perfekt, da will ich euch gar nicht weiter aufhalten. Lass. Ja, danke. Guten Appetit. Danke, viel Spaß euch. Tatsächlich nicht nur die Ernährung, sondern wir achten dann auch darauf, dass wir keine Lederschuhe tragen, dass wir auch bei Honig, wir essen auch keinen Honig, wir haben keine Lederschuhe. Also vegan ist wirklich viel mehr eine Einstellung, eine Lebenseinstellung und ein Lifestyle ist das etwas, was man lebt und was nicht auf dem Teller aufhört. Machen wir erstmal Pause, oder? Erste Ermüdungserscheinung, trockener Hals, die Sonne brennt und... Ich habe ganz trockenen Hals, du. Ich habe so viele Interviews geführt heute. Und du, was hast du gemacht? Ja, ich lag eigentlich am Strand und habe es mir gut gehen lassen, oder? Genau, jetzt gehen wir erstmal... Ich bin gerade im Bild. Jetzt gehen wir erstmal was essen. Also dann, wir probieren jetzt erstmal hier die vegane Küche. Genau. Ja? Mal gucken, ob ein Rohköstler hier auch noch klarkommt. Achso, kein Problem. Ja, also wir wollten jetzt eigentlich mal gemütlich was essen, aber der Ingo stresst hier schon wieder rum. Und ja, wir müssen ja auch noch ein paar Besucher hier fragen, was sie hier eigentlich machen. Was macht ihr hier eigentlich? Wir sind eigentlich nur wegen des Essens hier. Nein, wir kommen aus Hamburg, wir sind beide Veganer und haben uns gedacht, wenn schon mal so ein veganes Sommerfest gibt, dann kommen wir doch auf jeden Fall her. Ja, sehr geil. Was findet ihr hier am besten? Was gefällt euch hier? Na, es ist halt die komplette Atmosphäre. Also es ist halt auch mal was anderes. Es ist auch mal ein bisschen spezieller. Die Leute sind cool drauf, es ist super Wetter. Das Essen ist wirklich sehr lecker. Ja. Und ja, es ist auch einfach mal schön, die ganzen, also dass auch so viele Vereine hier sind und hier so diese Dinge auch einfach vorstellen. Ja. Das ist doch mal hier. Dann probieren wir das mal, ne? Super lecker. Gabeln gibt's hier, wenn ihr möchtet. Oh, das sind Holzgabeln. Holz. Danke. Oh. Ich hätte gerne einen Krabbel drauf. Hier, sogar ein. Okay. Ah. Moment. Das schmeckt sehr authentisch. Schmeckt aber gut. Ja. Gut. Okay.
lecker. Und erfrischend auch, also, oder? Ein bisschen voll erfrischend. Voll. Also muss nicht immer Schwarzwälder Kirsch sein, Leute. Gibt da gute Alternativen. Hallo. Das ist roh vegan, ne? Rohkost. Genau. Warte. Ja. Sehr lecker. Sehr lecker. Nur empfehlenswert. Genau. Ganz, ganz viele tolle Interviews führen können und die seht ihr dann alle auf der Seite von Vegan Summer. Und ja, da könnt ihr euch mal ein Bild machen, was hier für Stände waren. Ich kann gar nicht mehr reden, ich habe heute schon so viel geredet. Und ja, ich denke, es kommt was ganz Irres bei raus. Nein, ich denke nicht, ich weiß das. Und wir uns ja alle Mühe gegeben haben und ja, guck doch da mal rein. Das nehmen wir als Fail-Video, ne? Ja. Was? Das läuft schon. Ach so, kein Problem. Ja, also, wir wollten jetzt eigentlich mal gemütlich was essen, aber der Ingo stresst hier schon wieder rum. Und ja, wir müssen ja auch noch...